Tafelhalle! Hallo, Tafelhalle! Liebe Menschen überall, ich glaube, ihr seid irgendwo überall. Man sieht euch nicht, aber ihr seid überall, nehme ich an. Schön, dass ihr es geschafft habt von euren Sofas an irgendeinen Bildschirm. Schön, dass ihr teilnehmt an der großen Sing-in-Neujahrsgala 2021. Online. Ja, ganz neu, online. Stream, haben wir gedacht, ist das Ding der Stunde. Schön, dass ihr da seid. Heute 8 handverlesene Acts jagen die Nächsten. Ja, könnte man sagen. Und 3 Medium-Moderatoren. Medium, weil wir in der Mitte sitzen, fand ich witzig. Ne? Okay. Mein Kollege im Hut, Martin Meckele. Yeah! Schön, dass du dabei bist. Aber das ist schön, dass ihr euch so freut, dass ich dabei bin. Ich freue mich auch, dass ihr dabei seid. Und zwar da drüben, hier dieser junge Mann, der mich gerade so geschmackvoll anmoderiert hat. Mr. The Black Elephant Band. Guten Tag. Jetzt musste ich Tim alleine jetzt ansehen. Genau, das haben wir wieder blöd gemacht. Mein Name ist Tim Steinheimer. Ich bin auch dabei. Vielen Dank. haben wir gut vorher. Aber um uns geht es ja gar nicht so wahnsinnig intensiv. Es geht ja auch um 8 wundervolle Acts, die wir einberufen haben. Und der erste Act des Abends aus Australien ist nicht nur ein wunderbarer Songwriter, sondern zeichnet auch ganz wundervolle Dinge. Er hat heute einen ganz wundervollen Instagram-Post abgelassen über diese Singing-Gala. Es ist immer wunderschön, wenn er irgendwas macht, ob man es jetzt hören kann oder sehen kann. Und er hat den besten Song für mich des letzten Jahres geschrieben mit dem Titel Everyone is Boring. Und ich habe ihn so lange angefleht, ihn heute zu spielen, und er hat sich einfach geweigert. Also wenn ihr einfach Everyone is Boring nochmal online euch sucht, es ist ein wahnsinnig guter Song, aber er hat bestimmt noch 2 wahnsinnig andere, wahnsinnig gute Songs dabei. Mark Timmen! Yes! Vielen Dank. Melting into ideas where you stare will never be an empty space covered by thin stone. Though it may take a lifetime, waters that will flow that will know you evermore. An ambivalent thing, so your feet in the ground. Grow your mind in a newfound space between the pointless, harrowing thinking. Cause I don't wanna think anymore. Make me into pieces so small. Stars above him are cold. Atomic pieces of the stars above, I won't be thinking. As atomic pieces of the stars above, I won't be thinking. As atomic pieces of the stars above, I won't be thinking. As atomic pieces of the stars above, I won't be thinking. Applaus. Wir haben Applaus dabei.
say goodbye under black and stormy skies, then we can pretend that it meant more than it did. And if I speak these lies with weary, bloodshot eyes, I could dream a dream of lost significance. Farewell, farewell. I know now I can leave without your consent. And if I say goodbye in silence in the night, then I can choose when I'm not beholden to what you did. And if I hear distant cries and finally realize, then I'll dream a dream of lost significance. Farewell, farewell. I know now I can leave without your consent. Farewell, farewell. I know now I can leave without your consent. Mark Timmins war das. Die Menge tobt. Wir haben unseren eigenen Applaus nämlich mitgebracht hier aus der Kassettenkonserve. Genau. Marty hat extra eine Kassette mit den besten Applausen aufgenommen, ja, die er so gefunden hat. Mixtape. Gibt es auch im Merch zu kaufen. Genau. Das ist das Gerät, aus dem der Applaus kommt. Es sind nur ausschließlich meine Lieblingsappläuse gewesen. Oder Applause, wie auch immer da der Plural ist. Leute, die an der Autobahn wohnen, die kennen das vielleicht, weil das klingt auch ein bisschen wie Autolärm. Aber, LKWs. Aber man kann es auch als Applaus interpretieren. Genau, also wenn ihr ganz komische Zerrgeräusche hört da draußen, das ist unser Applaus, den wir vorbereitet haben mit großem technischen Aufwand. Und es ist nicht die A9 und auch nicht die A3. Also kein Grund zur Beunruhigung. Wir sind nach wie vor bei der großen Sing-In-Gala. Und ich habe jetzt die ganz große Freude, unseren nächsten Act anzumoderieren. Und zwar für die, die es vielleicht noch nicht wissen, weil sie das erste Mal überhaupt mit dem Begriff Sing-In konfrontiert sind. Sing-In ist ein Open-Mic-Format, was in wechselnden Locations in Nürnberg führt, stattfindet seit mittlerweile 12, 13 Jahren. Wir haben vergessen zu zählen, wie viele es sind. Und es kommen halt immer wieder mal so sowohl renommierte Acts als auch totale Newcomer. Und dann gibt es welche, die sind so ganz schüchtern. Die kommen dann ab und zu mal einfach, schauen sich das an und denken sich, vielleicht kann ich das ja auch. Und dann irgendwann mal nehmen sie sich ein Herz und sagen, hey, meint ihr, ich könnte doch auch mal spielen? Und dann tut diese gnadenlose Jury, bestehend aus The Black Elephant Band, Tim Steinheimer und dem Merkeler, gehen dann ganz tief in sich und sagen, naja, wollen wir das wirklich wagen? Und dann passieren so wunderbare Überraschungen wie Beatrice von Herzen taucht auf, spielt und gewinnt unsere Herzen. Daher, Beatrice von Herzen, hier für euch! Ja, also tausend Dank für die Ehre, die du mir jetzt vorgestellt hast. Ich habe zwei Songs gemacht. Der erste ist von den Wörtern, die ich habe, für den deutschen Zimmer. Es läuft man rein. That's why we need a lockdown light.
getippt. Dann geht's gleich am besten weiter mit dem zweiten Song. Der ist noch neuer. Auch in der Lockdown-Zeit entstanden. Der geht zu. Thank you.
Beatrice von Herzen. Beatrice von Herzen. Beatrice von Herzen. Das ist unfassbar. Wir haben hier ein wunderschönes Beispiel der wunderschönen Musik von, ich sag mal, der Anti-Folk-Queen von Fürth gehört. Kann man das so sagen? Darf ich das so sagen? Das kommt direkt in Pressetext, sag ich dir. Okay, darauf habe ich gehofft. Sehr gut. Darauf habe ich gehofft. Tim. Weißt du, worauf ich so ein bisschen hoffe? Es gibt auch, ganz kurz, es gibt auch seit heute eine Facebook-Seite von Beatrice. Es gibt seit heute eine Facebook-Seite. Und Soundcloud seit ein paar Tagen schon. Verrückt. Das sind die Neuigkeiten jetzt. Entschuldigung. Ich warte ja noch ein bisschen darauf, oder nicht, so ein bisschen, dass Jan, der den Applaus hier heute managt, irgendwann voll reingrätscht in ein Lied, das dann doch noch nicht vorbei ist. Ja. Meinst du, das wird heute noch passieren? Auf jeden Fall. Und einmal werde ich es auch verpennen. Ja, ich denke auch. Dann ist so 5 Minuten super unangenehm. Was ich gerne, also ich würde als Rückmeldung vielleicht in einen Kommentar oder irgendwohin, würde ich gerne mal wissen, ob das überhaupt annähernd ein bisschen wie Applaus klingt da draußen. Also es wäre interessant, das hinterher zu lesen. Jetzt im Moment möchte ich es überhaupt nicht lesen. Nee, genau. Wir ziehen das auf jeden Fall durch. Das ist ja auch schön verunsichernd für alle. Wir kommen zum nächsten Act. Dieses Jahr gab es leider nicht so viel Möglichkeit, wirklich viele Bands zu sehen. In der Kulturoase dieses Jahr in Nürnberg, im Marientor-Zwinger, sind dann doch ein paar Leute aufgetreten. Und da ist uns auch der nächste Act begegnet. Wir haben uns direkt in die Musik verliebt, könnte man sagen. Und der Name hat uns auch natürlich direkt überzeugt. Einen herzlichen Applaus. Applaus machen wir nachher, nicht offiziell. Aber zu Hause einen herzlichen Applaus für Shitney Beers. Schön, dass du da bist. Hi. Schön, das Trostpflaster zu sein. Zweite Wahl ist immer gut. Nee, Spaß. Find a way to find a way to make it better. Find a way to fly away forever. Oh, I fancy a man. Oh, I fancy a man. Smiles, he's a boy. When he smiles, he's a boy. Find a way to find a way to make it better. Find a way to fly away forever. Das liegt jetzt wiederum an der Kassette. Dafür klingt sie jetzt ein bisschen besser als vorher. Also es ist, ich fühle mich ein bisschen wie Gene Simmons. Vor allem, das könnt ihr gar nicht sehen, aber da drüben sitzt Bernie Sanders übrigens. Saugeil. Das ist mein Vorbild. Ich hätte pinkeln gehen sollen. Okay. Der nächste Song, da geht es um, wie es ist als Frau. Ich weiß nicht, in welche Kamera ich gucke. Ich gucke einfach gar nicht. Auf jeden Fall geht es darum, wie man, wie es ist, so als Frau zu sein mit Männern in der Welt. Cool. You rarely see us walking at night without our keys held tight. You rarely see us walking at night. Thank you.
too much. And we're not man enough. We're not man enough for them. It's inappropriate to dress a certain way, 'cause we might mess with your head. It's inappropriate to dress a certain way, 'cause we might mess with your head. Not all men are still too much. We're not man enough. We're not man enough for them. Look what girls taught me. Brothers taught me nothing, tell me nothing. Look what girls taught me. Your brothers taught me nothing, tell me nothing. Not all men are still too much. And we're not men in. We're not man enough for them. Woo! Geil! Sydney Beers war das, vielen Dank. Sydney Beers. Sehr gut, sehr schön. Das ist toller Applaus. War das also, Elvis Costello-Applaus oder was war das wieder? Das sage ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass die Leute total durchdrehen, gerade wegen Sydney Beers. Das ist total großartig. Es ist auch unglaublich schön, vor diesem ausverkauften Haus hier zu moderieren. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, seit einem Jahr ungefähr nicht mehr. Oh ja. Euch geht's gut, meine geschätzten Co-Moderatoren? Die Sache ist die, dass Marty vorher unbedingt einen Schnaps mit uns trinken wollte. Währenddessen? Ist das jetzt schon die Sache? Machen wir das jetzt schon? Okay. Aber nur, wenn du ihn austrinkst, Tim. Nee, und also Jan hat vorher den Auftrag gekriegt, ein kleines Schnäpschen einzufüllen. Und wir haben gesagt, wir bringen alle unsere eigenen Schnapsgläser mit aus Hygiene und so. Und ich musste mir eins von der Bar leihen. Und haben natürlich jetzt, Jan hat sich einen kleinen Scherz erlaubt und hat mir einfach das volle Glas vorgeschüttet. Ich sag mal so, ich bin froh, dass ich keine halbe genommen habe. Ja, aber dann schon mal Prost, das würde ich sagen. Also auf einen wunderschönen, Singenabend euch auch zu Hause. Auch zu Hause. Wir trinken jetzt kurz was und dann moderiere ich was an. Und zwar einer, der schon, wir haben mittlerweile das vierte Jahr, die große Sing-In-Gala, was das Sing-In ist, habe ich vorhin schon mal kurz erklärt. Und einer, der seit ungefähr vier Jahren auch schon auf unserer Liste steht und wir haben es irgendwie immer nicht geschafft, ihn zu buchen. Scheiße, ne? Tut mir leid, das war jetzt ein bisschen ruppig. Aber wir haben es jetzt geschafft, wir haben es geschafft. Er ist da, er ist unglaublich aktiv in der Nürnberger Musikszene, er spielt permanent in irgendwelchen ändernden Besetzungen, ob das jetzt mit seiner Band Elephant Circus ist oder Solo oder sonst wie. Er ist ein ganz großer Songwriter und heute spielt er für euch, hier bei der großen Sing-In-Gala, Uli Zizos. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Heute spiele ich einen kleinen Song, keinen großen, so wie du gerade gesagt hast. Frisch komponiert für diesen Anlass heute, oder für Corona eigentlich, für die Quarantäne. Die Quarantäne-Song, The Survivalist. Woo. You are strong, not on the wrong
side of life, a real survival. But come you on, I know you're so alone and have no friends. It's not the end, so come on and let's be friends. Self-isolate, I know you're desperate. Within your four walls and no one calls. As underneath you bet the spiders crawl and the wind it howls, and it's your death I saw. And in my dreams, last night I dreamed of ugly things, of even uglier things. I dreamed of you, I dreamed of you. On the wrong side of life, but I hope you will survive. I hope you will survive. I hope you will survive. I hope you will. Will mehr. Uli, willst du noch mal Krach oder Stille? Also wir hätten noch ein bisschen Applaus für dich. Also Applaus immer. Ja, okay. Also ich habe da einen Uli rausgehört. Sowas wie Uli, Uli, Uli. Uli, Uli. Jetzt langsamer, ne? Okay, ich will eine alte Kamelle sozusagen. Let's go California. And if she knew what she wants, she called me up. And if she knew what she wants, she called me up. And follow me down to where I live and my nightmares are, to where my hopes and all my dreams, they just silently stop. Let's go. Let's go, California. Let's go, California. Let's go, California. And if I knew what I want, I'd call you up. And if I knew what I want, I'd call you up. And follow you down to where you live and your nightmares are, to where your hopes and all your dreams suddenly stumble. Let's go. Let's go, California. Let's go, California. Let's go, California.
still California, all its sweet places are. I see California, I see California. Oh, let's go California, all its sweet places are. I see California, California. Uli Zitzers war das. Hey, vielen Dank. Endlich mal dabei. Sehr schön. Uli, die Menge tobt, die Menge tobt. Das Stück hat er voll geschwitzt. Die sind schwer zu bändigen. Das war Uli Zitzers. Das war Uli Zitzers, eindeutig, unverkennbar. Und der nächste Act, ich wollte ja eigentlich die zweite Hälfte beginnen mit einer kleinen Schullektion, einer Schulstunde in Geografie, ja genau, die Reaktion habe ich erhofft. Es ist ja so, die wenigsten wissen das, der Mississippi Delta erstreckt sich ja von New Orleans über Kentucky nach Bayreuth. Kentucky schreibt sich mit G am Anfang, ne? Und Doppel-G. Das fand er jetzt nicht so gut, aber Kentucky nach Bayreuth auf jeden Fall. Und was den nächsten Act, der aus diesem Mississippi-Delta bei Reutz quasi straight zu uns kommt, noch auszeichnet, außer phänomenales Gitarrenspiel, ist der beste Einsatz, den ich bisher gesehen habe, von der FFP2-Maske. Wenn ihr mal auf eure Screens guckt, auf der rechten Brust des Herrn befindet sich eine FFP2-Maske, die sich vielleicht nicht sofort als FFP2-Maske entblößen wird, aber es sieht einfach total elegant aus. Es ist eine. Viel Spaß mit Butch Backwater. Oh yeah! Sitting on my front porch alone, just passing time away. I'm sitting on my front porch alone, just passing time away. There's a blues going round, yes I know. Before long the front porch will all be lined. Yesterday went down to the bar, asked the man, can I play for tips? Yesterday went down to the bar, asked the man, can I play for tips? The man said, boy, there's a blues going around. Yes, I got a close down. Man, I gotta quit. So I sat down on the street corner, put my head down on the floor. Sat down on the street corner, put my head down on the floor. A policeman comes, say, boy, there's a blues going around. Yes, you can't play here no more. Sitting on my front porch all alone, just worried all the time. Yes, I'm sitting on my front porch all alone, just worried all the time. There's a blues going round, yes I know, but before long that front porch, well, it will no longer be mine. Thank you, sir. Geduld des Publikums. Danke. Ja, ich bin kein Mann vieler Worte. Musik.
St. James Infirmary. Saw my baby there, stretched out on a long white table, so cool, so young, so fair. Let her go, let her go, God bless her, wherever she may be. I turn the whole world over just to find another girl like her. When I die, bury me in straight lace shoes. I want a box back coat and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the gang will know I died standing pale. Let her go, let her go, God bless her, wherever she may be. I turn the whole world over just to find another girl like her. James Infirmary, saw my baby there, stretched out on a long white table, so cool, so young, so fair. Auf das Gerät. Ich stopp's jetzt, ja? Ich stopp das jetzt. Ist das okay? Stop it. Ist das im Sinne? Stop it. Okay. Oh Mann, also ich habe lange nicht mehr so ein gutes Publikum gehört. Das letzte Mal vor genau einem Jahr hier. Glaube ich. Stimmt. Also wir arbeiten natürlich hochtönig daran, dass das wieder eine normale Singen-Gala wird. Ohne Stream mit echten Menschen. Oh, das wäre richtig toll. Ja, wir arbeiten dran. Das, ich habe einen Impfstoff. Du hast einen Impfstoff? In Entwicklung. Noch einen. Egal. Keine Corona-Sachen jetzt. Next year vielleicht. Ich freue mich total auf den nächsten Act und auf den nächsten Act und auf das Instrument des nächsten Acts. Denn richtig galamäßig, galaesk oder wie auch immer das heißt, ist es nämlich ein Flügel. Ich freue mich sehr und einen herzlichen Applaus für Julia Fischer. Schön, dass du da bist. Hey. Ich freue mich, schön, dass ihr den Flügel extra reingeschoben habt für mich. Okay. Habt ihr das gemacht? Ich habe das nicht gemacht. Bittersweet moment. Stay longer this time. And if you intend to leave now, don't tell me for a while.
illusion. Oh, from where have you been sent? I feel a deep confusion. 'Cause you seem to be a friend. I need to stay sane, stay sane, and not to feel all of your pain. Yes, I need to stay sane, stay sane, and not to feel pain. It's bittersweet, moment, stay longer this time. And if you intend to leave now, just don't tell me for a while. Time has taken my fear of being alone, yeah. But now, I said, now I see the distance before it has grown, yes, before it has grown. I need to stay. Ich habe mir gedacht, ich spiele einen Song, den ich erst viermal gespielt habe. Witzigerweise, Jan, warst du aber bei allen vieren Malen dabei. Deswegen spiele ich den heute natürlich fünfte. Extra für dich nochmal. Das ist extra unser fünftes jetzt. Das fünfte Mal. Wow. Genau. Spiel unseren Song. Slept too long. I
I'm watching paint dry and waiting for another song. So I dilly-dally all the time. And I daydream for another while till I'm sleepy again. Yes, I'm so sleepy, I can't sleep no more. Ooh, I got more time than thoughts in my head, I never had that before. So I did. The time, and I daydream for another while. Yes, I dilly dally all the time. And I daydream for another Julia Fischer war Julia das. Julia Fischer! Vielen Dank. Die werden immer enthusiastischer auf dieser Kastelle. Nee, die drehen total am Rad hier. Das ist ein unfassbares Publikum. Die nehmen schon hier das, die Stühle auseinander, glaube ich. Ja. Nee, mein Gott, ich froh, dass wir genug Securities hier haben. Ja, hier. Wellenbrecher sind an der mehrere Wellenbrecher. Der Umstand, dass ich diesen Song schon so oft gehört habe, war übrigens auch dem geschuldet, einer Teilnahme an einem Songslam letzten Jahr, den Julia Fischer natürlich komplett kompromisslos durchgerockt hat. Ja, zu Recht. Gewonnen. Und das waren die ersten vier Mal? Oder? Das waren ungefähr, ja, weiß ich nicht. Ich glaube. Oder Sing-In. Es war ein reales Sing-In. Es war ein reales Sing-In. Das erste Mal passiert ist. Übrigens, auch herzliche Einladung zu realen Sing-Ins, falls sie mal wieder stattfinden. Immer im Wechsel. Ja. Das wäre übrigens auch ganz toll, wenn so ein reales Sing-In mal wieder stattfinden würde. Und ihr findet das irgendwie zum Beispiel auf der Facebook-Sing-In-Seite. Eigentlich nur da, Sing-In mal ehrlich gesagt. Instagram ist noch nicht angekommen, habe ich das Gefühl. Jeden Monat in wechselnden Lokalitäten. Immer genau, so Kunstkeller, Badstraße oder Kater Moore in Nürnberg etc. Genau, immer der dritte Sonntag im Monat ist das. Und einer der Gründe, warum uns das immer noch nicht langweilig geworden ist, über einen Zeitraum, der länger als ein Jahrzehnt geht mittlerweile, das erschreckt mich fast ein bisschen. Ja. Es ist schon wirklich ein erschreckend. Einer der Gründe ist, dass ein guter Song eigentlich auch immer eine gute kleine Story ist. Und es ist eigentlich völlig egal, wie der erzählt wird. Ob der jetzt als Jazz erzählt wird oder als Punkrock erzählt wird oder als traditioneller Folk erzählt wird oder Blues, das ist völlig egal. Und er kann auch wirklich ganz eigenartig erzählt werden. Und das gefällt mir persönlich eigentlich immer ganz besonders gut. Und ein ganz gutes Beispiel dafür haben wir für den heutigen Abend gefunden. Einer, der auch schon bei den normalen Sing-In-Abenden dabei war, mehrfach und bei ganz komischen Events auch. Aber wir sind total froh, dass hier Sebastian für uns spielt. Einen herzlichen Applaus für Sebastian. Kriegen wir einen kurzen Applaus? Soll ich? Okay, na gut, bitte, ausnahmsweise. Bitte. Wenn du das sagst. Ja, aber super. Nur kurz. Dankeschön. Thank you.
you talk to strangers in your neighborhood? Does it really matter which way to go? Das Fell von diesem Tier gefällt mir. Ich möchte es ihm mit einem Messer abziehen. Totschick. Das ist doch nicht krank. Es freut den Kleiderschrank. Ist das nicht totschick? Damals lag der Fuchs auf den Schultern. Heute werden andere Viecher gefoltert. Zieh die Jacke aus, zieh die Schuhe aus. Bist der Verbrecher im Kaufhaus? Totschick, ist das nicht totschick? Ist das nicht? Sebastian! Dankeschön. Sebastian. Vielen Dank. Es ist eine ganz normale Gala einfach. Eine Gala. Der Applaus stört ein bisschen ab. Erst von alleine. Ja, ja, die fanden das schon gut. Die fanden das schon alle ganz gut. Also wenn das keine Gala ist jetzt. Inhaltlich und auch formal. Sehr Gala-esque. Wir würden schon zu unserem letzten Act kommen. Wir wollen aber vorher noch ein paar Danksagungen loswerden. Es ging so schnell jetzt. Es ging wirklich sehr schnell, aber also es ist Wahnsinn. Es ist, glaube ich, gar nicht, es ist erstaunlich, wie Zeit vergangen ist. Es war einfach nur so toll. Ich fand es wirklich. Ja.
wunderbare Acts. Ich hab gefühlt, bin ich vor 5 Minuten hier reingekommen. Also voll das gute Zeichen. I love it. Einen herzlichen Dank an das ganze Team vom Künstlerhaus und von der Tafelhalle, das jetzt auch in so einer schwierigen Situation gesagt wird, komm, wir machen einfach einen Livestream, let's go, let's do it, wir ermöglichen Live-Musik. Mega. Danke an Anna, danke an Sascha. Anna, Sascha, und das ganze super Team. Gut. Und wir haben es nicht geglaubt, wir haben es bis vor 2 Wochen nicht geglaubt, dass diese ganze Nummer überhaupt stattfindet. Und es ist umso schöner, dass es jetzt gerade so ein richtig, richtig toller Abend geworden ist. Ich hoffe für euch da draußen auch, die zuhören. Und ich denke, das dürfen wir, das machen wir nächstes Mal nochmal, bloß dann in echt mit euch hier. In echt. In echt. Mit euch hier. Das war alles eine Illusion. Das war eine Illusion. Bernie Sanders war zwar da, aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Und wem wollten wir eigentlich danken? Wir wollen außerdem noch ganz herzlich Andi Jäger von Pop Rot Weiß danken, der diese Veranstaltung wirklich maßgeblich unterstützt. Ohne ihn könnte das so nicht stattfinden. Ne? Außerdem BTM Guitars und Thomann. Nee, Thomann. Genau, Musikhaus Thomann, BTM Guitars. Frankenfernsehen, vielen Dank, dass ihr nicht immer zu vergessen kommt. Und filmt, wunderbar. Radio Z, wollen wir nicht vergessen. Wunderbar und wichtig. Und noch, ja, was vergessen wir jetzt? Noch mal ans ganze Team, namentlich kaum aufzählbar, weil hier wirklich eine absolute Armada an TechnikerInnen auftritt, die das alles ermöglicht. Und das ist sehr gut. Genau. Alle Acts. Fangen wir mal an. Wer war eigentlich überhaupt dabei? Es war Sidney Beard. Das wird jetzt aber richtig schwierig. Da vergessen wir wieder jemanden. Das ist dann peinlich. Ja, Mark Timmons war. Beatrice von Herzen. Sidney Beard. Uli Zitzos. Butch Backwater. Julia Fischer, Sebastian, weißt, ja, und der nächste Act. Das war eine Überleitung, die war so gut, war die noch nie bei irgendeiner Sing. Eigentlich wollte ich mich noch bedanken für alle, bei allen, die jetzt tatsächlich ein Ticket gekauft haben. Es ist keine Selbstverständlichkeit, für manche auch ein bisschen ein Hindernis gewesen. Super cool, dass ihr eingeschaltet habt, sozusagen, und vor irgendwelchen Bildschirmen gesagt habt, ja, okay, ich will jetzt nicht viel machen heute, dann mache ich halt das. Aber das Gute ist, ihr habt die absolute Kontrolle über die Bar und die Getränke gehabt, das... Und eure Klamotten. Ihr konntet nackig zuschauen, niemand konnte irgendwas dagegen tun. Achso, und ich bedanke mich natürlich noch bei Camilo Rota für den Granatsplitter, den er mir vorbeigebracht hat. Okay, jetzt gehen die Insider wieder los. Gehen wir mal weiter. Ich jetzt den allerletzten Act ansagen. Also die Singing Gala ist fast vorbei. Ich sage den allerletzten Act noch an. Der allerletzte Act unseres Abends ist Teil des Foxworth Nightmare Kollektivs, wo auch Marty und ich Musik machen. Er sorgt in diesem Kollektiv für eine sehr, sehr gesunde Hüftschwungquote. Und ich finde, eine kurze Anekdote möchte ich erzählen, wo wir zusammen in einer Kneipe gespielt haben vor vielen Jahren in Nürnberg, der Namen geheim bleiben darf. Und in dieser Kneipe war das schlimmste, desinteressierteste, lauteste Publikum meines ganzen Lebens. Und ich habe diesen Gig gespielt als Erster und ich dachte mir, oh Mann, der arme Kerl, der jetzt nach mir kommt, ey, das wird richtig schwierig, es ist echt nicht einfach hier. Und irgendwie, durch Zauberkräfte, die er hat, hat er am Ende seines Konzerts diesen ganzen Raum gehabt. Und ich bin nachhaltig beeindruckt. Jahre später bin ich immer noch beeindruckt und erzähle diese Geschichte immer noch gern. Neidisch und, ein bisschen. Und so, ja, auch neidisch. Auch, ich bin auch auf Sebastian total neidisch, ist mir gerade aufgefallen. und alle anderen Acts heute. Es ist ein gesunder Neid, finde ich auch. Ein sehr gesunder Neid, den ich habe auf Chris Panera! Yes! You're up on the back streets of misery with a sparkle in your heart. There's a room on the street being lowered deep, fighting to survive. With a talent gifted by the God for believing your own will. Working hard to get out of this agony and heading out for work. But in times like these, you ask yourself what it's like on the other side. If only you could turn the page again. When you dance on the streets and not a pirouette, invincible to the bone, untouchable for the living man, bigger than life you were, celebrated, glorified,
sadness in your eyes. In a heartbeat to feed you a sacrifice from the top of the world. In times like these you ask yourself, what's like on the other side? If only you could turn the page again. Oh, carry on, carry on, carry on, carry on, oh, carry on, carry on, carry on, carry on, carry on, the torch lit by the stars, carry on the way. Yourself in drugs and fantasy, die for people's dream, live on in people's dream. When times like these you ask yourself, what's like on the other side? If only you turn the page again. If only you turn the page again. If only you turn the page again. Ja, wie der Black Elephant eben bei Bernd eben schon gesagt hat, mir fällt es tatsächlich leichter zu spielen, wenn der Laden voll ist. Ich sehe hier nur ein grelles Licht und viele Kameras. Nichtsdestotrotz schön hier zu sein und auch mal wieder live spielen zu können. Danke an alle Beteiligten. Das ganze Internet ist da anwesend. Das ganze Internet. Wir haben es ausverkauft, das Internet. So sieht's aus. Das nächste Lied handelt von Hass. Von dem vielen Hass, der ja, sich vor allem in den letzten Jahren, gerade auch letztes Jahr, so verbreitet hat. Von falschen Idolen, denen man folgt. Von Trauer, Wut. Und ich kann jedem nur ans Herz zu legen, lasst los. Colorbooks. Colorbooks are made to fill the gaps within the lines. If you break the rules, you may be asked, start another side or try again. As many times as you have tried, as many times you failed to understand what you've been asked, try harder to fit in, oh try again. No success in feeding in achievements far away. You ask for guidance, oh, and a helping hand to stay with you. May you found God, but God has left, so you have turned to right, fighting hard, raising a flag to praise your unique state of mind, oh try again. It's hatred that you spread because it's hatred you received, even though the only warming thing is love that you will need, oh try again. No success in feeding in achievements far away. You ask for guidance, oh, and a helping hand to stay. In ecstasy you may believe the world is upside down. Follow leaders, idealize and yell your rebel songs. So come on and try again. Of lies to draw the line, build a cave to hide inside the hideous monster you've created. Violence, oh try again. Conspiracies, rage increase, get at zombies, fail the street. Consideration, long abandoned, love yourself, oh try again. No success in feeding in achievements far away. You ask for guidance, oh, and a helping hand to stay. In ecstasy you may believe the world is upside down. Follow leaders, idealize and yell your rebel songs. So come on and try again.
So come on and try again. Follow leaders on your lies and yell your rebel songs. Follow leaders on your lies and yell your rebel songs. Follow leaders on your lies and yell your rebel songs. Now come on and try again. So come on and try again. So come on and try again. So come on and try. Chris Panera! Der letzte Cowboy in der Nekropolregion, habe ich gehört. Also mindestens. Wunderbar, sehr schön. Soll ich das anlassen jetzt? Nee, mach aus. Ja, okay. Wieso? Das war so ein schöner Applaus, mir hat er gut gefallen. Wir machen ihn am Ende, finde ich, auch einfach nochmal an. Aber ja, es gibt, gibt eine letzte Verabschiedung. Eine letzte Verabschiedung soll es noch geben. Die habt ihr euch verdient, wir uns auch und alle Acts auch, aber die können sich es auch nicht aussuchen. Ja, das war's mit der großen Sing-In-Gala 2021 online. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Das hat uns wirklich super gefreut. Es war richtig schön, mal wieder Live-Musik zu hören. Also für uns zumindest so direkt nebendran. Also wir geben das gute Gefühl aber weiter durch die ganzen Kabel ins Internet hinein. Genau. Und ihr schiebt euch das auch gegenseitig noch weiter zu. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Ja, und sonst, genau, kauft euch ein bisschen Merch von den Bands. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Die können es auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung. Und ja. Ja, herzlichen Dank an The Black Elephant Band und an Martin Merkel hier fürs amüsante Moderieren, für den guten Schnaps und für die gute Gesellschaft. Oder Tim Steinheimer. Ja, herzlichen Dank. Ja, der Tim Steinheimer, der hat das wieder ganz hervorragend gemacht. Ja, die haben das auch super gemacht. Können wir noch kurz über den Schnaps reden eigentlich? Was haben wir jetzt getrunken? Ja, das Schnäpschen ist richtig lecker. Ja, also da bin ich dem Marek aus der Slowakei sehr dankbar. Marek, hallo Marek, falls du das hören solltest oder sehen solltest, dieser Tatra-Tee ist ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Also man moderiert in der Art, wie wir heute moderiert haben, moderiert man auf diesem Getränk. Tatra-Tee. Gute Geschichte. Endet auf Tee, aber es ist nicht... Ist nicht wirklich. Es hat damit nichts zu tun, ne? Ja. Ja, jetzt habe ich mir auf die Lippe gebissen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Es wird besser und tschüss. Ja. Bye, bye. Adieu.